Bunt statt Braun. Mit diesem Motto setzten am Dienstag hunderte Menschen in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen. Ganz nach dem Vorbild des indischen Holi-Fests warfen die Menschen mit bunten Farbbeuteln um sich. Es war eben ein Fest der Farben und gleichzeitig eine Demonstration für mehr Toleranz. Naja, wir wollten Bunt statt Braun in die Tat umsetzen und bunter geht's nicht. Und so ein indisches Fest sozusagen hier zu adaptieren macht einfach Sinn und bei dem schönen Wetter macht einfach Spaß. Kommt ja von den Indern und ja, also ich persönlich finde das irgendwie total cool, wenn man die alle so hochschmeißt und das dann so alles bunt ist und das ist doch schön. Keine Ahnung, ich wollte es schon immer machen, so mit den Farben und so und ja, eigentlich wollte ich Fotos machen, aber es ist irgendwie doch nicht so. Hat jetzt meine Freundin gemacht und ja, keine Ahnung, aber es war geil. Der Flashmob ist Teil des bundesweiten Aktionstags Wir für Demokratie. Angefacht wurde die Aktion durch den aktuellen Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorzelle NSU in München. Denn vielerorts wollen Vereine und Initiativen verdeutlichen, dass in ihrer Region kein Platz für Rechtsextreme ist.